Für ihn ist der Weg zur U-Bahn der Weg zum Tatort. Hier wurde Dirk Becker 2009 auf dem Bahnsteig brutal zusammengeschlagen. Ich wollte eigentlich binnen 3 Minuten in meine U-Bahn einsteigen. Was dann passiert, zeigen die Bilder der Überwachungskamera. Dirk Becker beobachtet, wie die Hochbahnwache eine ausländische Touristin kontrolliert. Er ist erschrocken darüber, wie aggressiv die beiden Sicherheitsleute mit der Frau umgehen. May I help you? Kann ich helfen? Fragt er. Da stand plötzlich der eine vor mir und sagte, gehen Sie hier weg. Da habe ich gesagt, ich bin hier Abonnent und ich warte auf meine Bahn und hier steige ich ein. Und daraufhin sagt er, wenn ich Ihnen sage, dass Sie hier weggehen, gehen Sie hier weg. Und dann sagte ich, jetzt haben Sie eine Namenskarte. Meine Namenskarte kriegen Sie überhaupt nicht, sondern Sie gehen jetzt hier weg. Das Überwachungsvideo zeigt, wie die beiden Wachleute sich auf den Angriff vorbereiten, ihre Handschuhe anziehen und sich in Position bringen. Dirk Becker greift zum Handy, um die Polizei zu rufen. Und während ich tippte, sprang er mir an den Hals. Ein anderer legte mir von hinten eine Handschelle an und dann schlug ich mit der Stirn aufs Laster auf. Die Sicherheitsleute quälen Dirk Becker in einem Bereich, den die Überwachungskamera nicht filmt. Passanten auf dem Bahnsteig schauen tatenlos zu. Niemand ruft die Polizei. Wohl auch deshalb, weil die Täter Uniform tragen. Und dann war der andere zugange und drückte mir immer den Arm zwischen die Schulterblätter, fing dann an, hier die Finger nach hinten zu biegen und zu sagen, das können wir auch brechen, geben Sie Ihre rechte Hand auch her. Und ich schrie dann immer weiter und schließlich, als ich merkte, die brechen das wirklich gleich, da habe ich dann die rechte Hand zur Verfügung gestellt, da wurde das hinten zusammengeschlossen. In der Zwischenzeit hat ein anderer immer auf mein rechtes Sprunggelenk, immer so getreten. Dann zeichnet die Überwachungskamera noch auf, wie Dirk Becker weggeschleppt wird. Ein harmloser Rentner, der nur helfen wollte. Abgeführt in Handschellen. Dirk Becker erleidet eine Schädelprellung, Schürfwunden. Sein rechtes Sprunggelenk ist verstaucht und stark geschwollen. Bis heute hat er Schmerzen beim Gehen. Die Wachleute in öffentlichen Verkehrsmitteln sind Angestellte privater Sicherheitsdienste. Sie sollen Fahrgäste schützen. Auch wenn sie Uniformen tragen, es sind keine Polizisten. Doch was dürfen private Sicherheitsleute und was dürfen sie nicht? Der Wissenschaftler Volker Eick hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Wir zeigen ihm das Überwachungsvideo von dem Angriff in der U-Bahn. Das machen die auf der Rechtsgrundlage der sogenannten Jedermann- und Notwehrrechte, die wir alle auch haben. Also so ein privater Wachschutz hat keine Rechte, die wir nicht auch hätten in der Regel. Die Notwehrrechte und die sogenannten Jedermannrechte sind mal geschaffen worden, damit sie sich in einer Notsituation, deswegen Notwehrrechte, selbst verteidigen können. Aber das sind ja keine Notsituationen, in denen diese Wachleute tätig werden, sondern das ist ihr alltägliches Geschäft. Die Wachleute auf Bahnhöfen haben also keineswegs mehr Rechte als jeder normale Fahrgast. Doch im Alltag präsentieren sie sich als Ordnungsmacht und fallen dabei immer wieder durch Übergriffe auf. Nur einige Schlagzeilen aus den vergangenen 2 Jahren. Häufige Opfer, Menschen, die arm sind. Wenn Sie mal denken an Wohnungslose oder Bettlerinnen und Bettler, das ist echt brutal, die haben in der Regel keine Lobby. Und wenn das nicht gesehen wird, dann trauen die sich auch nicht, sich zu beschweren, wissen zum Teil auch gar nicht, wo sie sich beschweren dürfen. Wohnungslose und Bettler sind auch in Hamburg im Visier der Bahnsicherheit. Wer nicht ins Bild vom sauberen Bahnhof passt, soll weg. Eine Vertreibung mit oft rabiaten Methoden. Hans-Werner Matthies hat das erlebt. Der kam mir entgegen, hat mich sofort zurückgestoßen. Erst kurz aufgefordert, frech, und dann gleich rausgejagt. Versucht mich da, und ich habe es nicht gemacht. Nicht? Also ich habe ihm nicht gefügt sozusagen. Ich bin da stehen geblieben und hat er mich mit Gewalt bewegt, versucht. Fußtritte und so ähnlich. Die Bahn will dazu kein Interview geben. Schriftlich teilt sie uns mit, Hans-Werner Matthies sei nicht geschlagen, getreten oder geschubst worden. Dann beobachten wir selbst den Wachdienst vor dem Bahnhof. 6 Wachleute gegen 2 Wohnungslose. Machtdemonstration in Uniform. Auch in Frankfurt gab es vor 3 Monaten einen Übergriff durch Wachleute. Wir treffen Daniel Mack.
Der ehemalige Landtagsabgeordnete wurde Zeuge des Angriffs der deutschen Bahnsicherheit. Und er wollte nicht tatenlos zusehen. Ich habe gesehen, wie ein junger Mann offensichtlich keinen Fahrschein hatte und vor der Bahnsicherheit geflüchtet ist, dann von der Bahnsicherheit gestellt wurde, zu Boden geworfen wurde und wie er mit einem Schlagstock geschlagen wurde. Und ich habe dann gefragt, was dort passiert. Und daraufhin sagte die eine Mitarbeiterin zu mir, Herr Abdu-Nigger. Was ist zu Ihnen gesagt worden? Zu mir ist von einer Dame der Bahnsicherheit gesagt worden, Herr Abdu-Nigger. Und man hat mir dann gesagt, man könnte mich auch auf den Boden werfen. Und ich habe dann gesagt, dass das so alles nicht funktioniert und dass ich diesen Vorfall filmen möchte. Und in dem Moment, wo ich das filmen wollte, hat man mir auf die Hand geschlagen. Vorher gelingt es ihm noch, ein Foto zu machen. Das zeigt, wie die Sicherheitsleute auf ihrem Opfer knien. Daniel Mack veröffentlicht das Foto auf Twitter. Offenbar haben Fahrgäste ähnliche Erfahrungen gemacht. Wer helfen will, wird schnell selbst zum Opfer der Wachleute. Hab's auch schon zu oft erlebt und auch schon Mitarbeiter angesprochen. Verpiss dich, habe ich unter anderem zu hören gekriegt. Habe Ähnliches auch schon am Frankfurt-Main-Hauptbahnhof erlebt. Die Deutsche Bahn will sich wieder nicht vor der Kamera äußern. Schriftlich teilt sie uns lediglich mit, die Wachleute hätten Daniel Mack angezeigt, wegen Verleumdung. Opfer und Zeugen der Übergriffe haben es offenbar schwer, ihr Recht durchzusetzen. Dirk Becker hatte Glück. Er hat die Täter angezeigt und sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Und hat die Hochbahn aus dem Übergriff Konsequenzen gezogen? Die beiden Straftäter habe man entlassen und man habe die Schulung der Sicherheitsleute verbessert. Trotzdem dürfen die U-Bahn-Wachen weiter Polizei spielen. Die Sicherheitsdienste, die das ausüben, dieses Jedermannrecht, die haben Handschellen, die haben Gummiknüppel. Das ist ja so mal nicht gedacht worden. Das ist für Privatpersonen gedacht worden, dieses Recht. Wir haben einen Sicherheitsdienst, das sind qualifizierte Sicherheitskräfte. Und sie haben auch einen Schlagstock dabei, um Gefahren abzuwehren. Sie müssen sich auch vorstellen, in der Großstadt wie Hamburg haben wir Fahrgäste, die nicht so freundlich sind. Die sind auch zum Teil aggressiv. Und es geht um den Schutz anderer Fahrgäste. Jetzt kann man darüber sprechen, und natürlich, ob man mehr Kompetenzen braucht, eine rechtliche Grundlage, die weiter ist. Wir sehen den Handlungsbedarf nicht. Wir können mit dem Jedermannrecht umgehen. Uniformierte, die sich benehmen, als seien sie Polizisten, ohne klare Rechtsgrundlage. Oft ein Risiko, auch für den ganz normalen Fahrgast.